in Ramande vorbereiten zum Seminar. Stress und Ernährung. Natürlich ist die Frage sehr wichtig, Histamin und Stress oder Stress und Histamin. Und in diesem Zusammenhang entsteht eine Verlinkung auf den nitrositiven Stress, chronisch krank, Energiemangel, Schmerzen, chronische Infekte können die Folgen von nitrositivem Stress sein. Viele Beschwerden, die auf den ersten Blick nicht unter einen Hut zu bringen sind, lassen sich mit einem relativ neu entdeckten Problem im Zellstoffwechsel erklären, das als nitrositiver Stress bezeichnet wird. Ähnlich wie beim oxidativen Stress entstehen in den Zellen aggressive Stoffe, die im Übermaß gebildet an sehr vielen Stellen des Stoffwechsels, des Immunsystems, der Entgiftungsfähigkeit und so weiter schädlich sind und so eine Vielzahl von Beschwerden hervorrufen. Wie beim oxidativen Stress die sogenannten Sauerstoffradikale, so schädigt beim nitrositiven Stress das im Übermaß gebildete Stickoxid andere Moleküle, Zellbestandteile und Werkzeuge in den Zellen, die sogenannten Enzyme. Die Frage, was ist Stickoxid? Stickstoffmonoxid, NO, kann auf folgende Weise beantwortet werden. Die Verbindung von einem Atom Sauerstoff mit einem Atom Stickstoff wird als Stickstoffmonoxid, NO, bezeichnet. Fast alle unsere Körperzellen können es bilden. Zellen des Abwehrsystems zum Beispiel. Bei allen Entzündungen und Infektionen beginnen die Abwehrzellen mit der zusätzlichen Produktion von Stickoxid, das unter anderem der Zerstörung von Bakterien und Viren dient, also nützlich. In den Nervenzellen zum Beispiel dient Stickoxid unter anderem als Hilfssubstanz für die Übermittlung von Nervenimpulsen. Allerdings gibt es bei ständigen Nervenreizungen wie Probleme mit der Halswirbelsäule oder bei Nervenwurzelreizungen durch Bandscheibenvorfälle etc. eine unerwünschte überschießende Bildung mit weitreichenden Folgen. Die inneren Zellen der Blutgefäße, Endothelzellen, bilden Stickoxid, um die Muskelfasern der Blutgefäße zum Erschlafen zu bringen. Hier dient das Stickoxid also einem guten Zweck, nämlich die Blutgefäße elastisch zu halten. Das in den Mitochondrien, das sind die Energiezentralen unserer Zellen, gebildete Stickoxid hilft bei der Regulation von Zellwachstum, Sauerstoffverbrauch, Bildung von Energie und so weiter. Weitere Funktionen des Stickoxids wären in normaler Menge vorhanden. Stickoxid hemmt die Zusammenklumpung der Blutplättchen. Stickoxid verbessert die Wirkung des Insulins. Stickoxid schützt zunächst einmal die Blutfette vor der Schädigung durch Sauerstoffradikale. Also nützlich durch und durch. Aber manchmal bildet es sich vermehrt. Also die Frage kann lauten, wo liegen die Gründe für vermehrte Bildung des Stickoxids? Es sind mehrere, unter anderem
alle Entzündungsvorgänge im Körper, ob akut als Infektion oder chronisch, zum Beispiel Darmstörungen, Nervenreizungen, rheumatische Erkrankungen und so weiter. Noch ein Grund, allergische Reaktionen, vor allem auch Lebensmittelüberempfindlichkeiten. Was noch anders heißt, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Noch ein Grund für vermehrte Bildung des Stickoxids, Instabilität der Halswirbelsäule, zum Beispiel nach Schleudertrauma, Operationen mit Vollnarkose, chronische Fehlhaltung. Ja. Noch Untergründen können die Fremdstoffbelastungen sein, wie Gifte, wie Schwermetalle und andere Chemikalien, wie Medikamente, solche wie Antibiotika, Blutfettsenker, bestimmte Herzmedikamente, Potenzmittel und. Untergründen liegen natürlich auch Nikotin und Zigarettenrauch. Aber Untergründen liegt auch chronischer Stress, körperlich wie psychisch. Außerdem Bewegungsmangel, aber auch übertriebene körperliche Belastung, insbesondere wenn sie dem Trainingszustand nicht angemessen ist, lassen auch Stickoxid vermehrt bilden im Körper. Noch ein Grund ist vermehrter Verzehr von Nitrat und Nitrit oder Nitrit mit der Nahrung. Das entsteht durch Düngung bei Blattgemüse, bei Wurzelgemüse. Und das entsteht bei Nahrungszusätzen in Fleisch und Wurstwaren, in Käse, in Getränken, in Trockenmilchpulver und so weiter. Aber damit ist die Liste der Möglichkeiten vom vermehrten Verzehr von Nitrat und Nitrit natürlich lange nicht zu Ende. Das sind nur zwei starke Gründe. Noch eine Frage, die im Zusammenhang mit vermehrtem Stickstoffmonoxid entstehen kann. Was sind die Folgen einer überschießenden Bildung von Stickoxid? Da das Stickoxid überall vorkommt und in viele Vorgänge eingreift, sind die Folgen einer Stickoxidüberproduktion sehr vielfältig, weitreichend, bisweilen verheerend. Einige von diesen Folgen, um die Frage beantworten, sehen so aus. Blockierung von Zellwerkzeugen, daraus folgend Probleme im Schilddrüsenstoffwechsel, bei der Blutbildung, beim Abbau des Cholesterins mit Cholesterinerhöhung, was immer wieder gesagt wird, nicht das Essen ist das Problem der Cholesterinentstehung, sondern Stress, chronischer Stress unter anderem zum Beispiel. Noch eine Folge, Hemmung der Energiebildung in den Mitochondrien führt hinter sich Energiemangel, Müdigkeit, Heißhunger auf Kohlenhydrate und Süßes. Noch eine Folge der überschießenden Bildung des Stickoxids. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß können nicht mehr in die Energiebereitstellung, Zitronensäurezyklus, eingeschleust werden.
dass die Probleme im Stoffwechsel und bei der Gewichtsregulation sind hier die Folgen. Dadurch kommt es zu vermehrter Ansammlung von Milchsäure, Gewebeübersäuren, Blockierung wichtiger Entgiftungswege in den Zellen. Der Organismus sammelt mehr Gifte an, als gut für ihn ist. Mit allen möglichen daraus folgenden Problemen. Durch schlechteres Cholesterinabbau werden weniger Gallensäuren gebildet, mit Folge schlechter Verdauung und Giftausscheidung über den Darm. Massiver Verbrauch von Vitamin B12 ist eine Folge. Erhöhung der Entzündungsbereitschaft des Körpers, vor allem in Gelenken, in Wirbelsäule und in der Haut. Vermehrte Bildung von Histamin. Histamin wiederum fördert die Bildung des Stickoxids. Das ist ein Kreislauf. Vermehrte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, damit leichterer Zutritt schädlicher Stoffe zum Gehirn. Und vermehrter Einstrom von Kalzium in die Körper- und Nervenzellen mit verschiedenen sehr ungünstigen Folgen. Noch ein Thema im Zusammenhang mit Stickoxid ist Bildung von Peroxynitrit mit Y geschrieben. Peroxynitrit. Bildung von Peroxynitrit und die Folgen. Stickoxid und Peroxid aus dem Sauerstoffabbau verbinden sich zu einer der aggressivsten Substanzen, die wir in unserem Körper finden. Dieses Peroxynitrit schädigt und zerstört eine ganze Reihe von Stoffen, Cholesterin, Vitamin C, das Entgiftungswerkzeug Glutathion, sowie schwefelhaltige Eiweißbausteine, Aminosäuren, die für die Entgiftung und andere Vorgänge wichtig sind. Speziell die Aminosäuren Tyrosin und Tryptophan werden vom Peroxynitrit so verändert, dass sie für den Körper wertlos werden. Tryptophan ist Ausgangsstoff für das Glückshormon Serotonin und das Schlafhormon Melatonin. Serotoninmangel ruft neben Stimmungsproblemen auch erhebliche Verdauungsstörungen hervor. Tyrosin ist Ausgangsstoff für die Bildung der Schilddrüsenhormone und der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin, sowie des Dopamin, hat mit Bewegungsstörung, aber auch mit Motivation und weiteren Faktoren zu tun. Noch eine Frage, die im Zusammenhang mit Stickoxid entstehen kann. Was sind die Folgen für den Betroffenen? Und die kann so beantwortet werden. Viele leichtere und stärkere Beschwerden, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, sind die Folgen des nitrosativen Stresses. Das ist Infektanfälligkeit zum Beispiel. Nicht abklingende Infekte, das ist chronische Entzündungsneigung, chronisches Müdigkeitssyndrom, Fibromyalgie, multiple Chemikalienüberempfindlichkeit, chronische Darmstörungen, massiver Energiemangel, Konzentrationsstörung, Erschöpfungszustände bis hin zu depressiven Symptomen. Dann, wenn die Patienten so weit sind, dass sie zu diesem Thema irgendwie durchgedrungen sind, stellen sie sich natürlich die Frage,
Patienten, Menschen. Stellen Sie sich die Frage, welche Untersuchungsmöglichkeiten gibt es? Die Untersuchung des Morgenurins gibt Aufschluss darüber, ob Nitrostress vorliegt oder nicht, teilweise auch darüber, wie ausgeprägt die Folgezustände sind. Kosten. Ich werde hier eine Verlinkung unter dem Video geben. Da sieht man, welcher Arzt hat diese Information gepostet. Und er sagt über die Kosten in seinem Labor ca. 64 Euro. Und die Frage der Fragen, was kann man dagegen tun? An erster Stelle geht es darum, dem Körper in sehr hohe Menge Vitamin B12 als Hemmstoff für die Stickoxidbildung zuzuführen, und zwar in Form von Spritzen. Das ist eine Antwort. Außerdem müssen die für den erhöhten Bedarf zu wenigen Vitalstoffen dem Körper gegeben werden. So, das ist doof formuliert. Weiter müssen die für den erhöhten Bedarf zu wenigen Vitalstoffen dem Körper gegeben werden. Naja. Dabei hat sich ebenfalls der Weg über Infusion oder Spritze zusätzlich zu konsequenten und langdauernden Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln bewährt. Insbesondere dem Coenzym Q10 kommt hier eine große Bedeutung zu. Und weiter sollten die Ursachen für die vermehrte Stickoxidbildung aufgedeckt und wenn möglich abgestellt werden. Und noch eine Möglichkeit, Meidung von Nitriten und Nitrat sowie Beachtung des eigenen Umgangs mit Stressfaktoren sind ebenfalls wichtige Punkte. Ebenso sollten Sie darauf achten, möglichst wenig von den Geschmacksverstärkern Glutamat zu sich zu nehmen. Was hier unten steht, ist Nitrostress-Info Nummer 1, Stand Januar 2017. Und wie gesagt, ich werde diese Informationsblätter verlinken unten, unter dem Video.